So, heute in der Episode 3 unserer Jagdreise im Ausland wenden wir uns dem wohl mit Abstand beliebtesten Jagdland der Deutschen in Afrika zu. Und das ist Namibia, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Namibia bindet eine große Fülle an jagdbaren Wildarten, insbesondere die Antilopenarten, was man jetzt hier nur eine sehr, sehr kleine Auswahl sieht, wie den Kudu, auch genannt der Rotwild Afrikas. Dann haben wir hier den Oryx, einen der weit verbreitetsten Antilopen in Namibia. Wir haben hier unten das Hartebeest oder Kuhantilope und dann weitere Antilopen wie den Wasserbock hier links oder auch die Zebras. In der Mitte sehen wir auch das wohl beliebteste Jagdwild von Deutschen und Spaniern in Afrika. Das sind die Warzenkeiler, die hier auch relativ stark vorkommen, wobei durch die Trockenheit der letzten Jahre hier auch der Bestand etwas zurückgegangen ist, sodass es hier mehr Limitierungen auch bei der Jagd auf Warzenkeiler gibt. Die Unterkunft in Namibia findet normalerweise in Lodges oder auf den Farmen statt. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel von einer Lodge, wo jeder eigentlich sein eigenes Chalet hat. Das heißt so 2 bis 4 Mann-Chalets und dann ein Hauptbereich, in dem dann letztendlich abends das Abendessen, Frühstück oder auch das gemütliche Zusammensitzen passiert. Hier hat man mal ein kleines Beispiel, wie so ein Zimmer in einem Zwei-Mann-Chalet aussieht mit Doppelbetten oder 2 Betten plus dann Dusche, WC, alles drum und dran. Ja, wie sieht es nun aus bei der Jagd? In Namibia oder generell in Afrika beginnt eigentlich die Jagd in der Regel immer mit dem Geländewagen, wo man erstmal in die Reviere fährt. Da es sich um relativ große Reviere handelt, muss man letztendlich versuchen, mit dem Pickup in das Gebiet zu kommen, wo man die entsprechende Wildart erwartet und von dort aus wird dann weiter gepirscht. Teilweise kann man auch schon vom Auto aus sehen, wo das Wild steht. Dann wird angehalten und entsprechend sich einen Plan überlegt, wie man das Wild anpirschen kann, um es dann zu erlegen. Was viele auch teilweise leider von Namibia kennen, ist, dass auf dem Auto geschossen wird. Das ist aber eher die Ausnahme. Es gibt ein paar Wildarten, die fast ja nicht anders gejagt werden können, weil sie einfach zu schnell sind. Aber in der Regel auf einer normalen Farm ist es so, dass man wirklich hier das Auto nur nutzt, um ins Revier zu kommen und dann letztendlich das Wild abzutransportieren. Aber die Jagd an sich findet wirklich hauptsächlich als Fußpirsch statt. Ja, hier hat man ein paar Eindrücke jetzt, wie es so in Namibia aussieht. Das ist jetzt ein Gebiet in der Nähe von Etosha Park. Man hat hier relativ offene Flächen, aber auch Hügeln, die man sehr, sehr gut nutzen kann, um letztendlich die Hügel zu besteigen, um von dort die Ebene zu überblicken, um zu sehen, wo findet sich das Wild und dann einen Plan zu machen, wie man hier entsprechend anpirschen kann. Das ist mal ein weiteres Beispiel von einer sehr, sehr offenen Fläche. Das ist eher so bei Windhoek in der Nähe von Omitara. Und hier ist es extrem trocken und entsprechend auch wenig Vegetation. Das heißt, wenn man hier Wild sieht, muss man sich eigentlich relativ gut überlegen, wie komme ich jetzt wirklich heran, weil ich entsprechend weniger Deckung habe im Vergleich zu dem Bild vorher, wo relativ viel Vegetation noch vorhanden war. Ja, das auch in der Nähe von Windhoek, auch bei Omitara. Hier sieht man schon ein bisschen mehr Deckung durch diese Dornbüsche, die wir hier sehen. Hier einzelne Säbels, die sich hier aufhalten. Und hier sieht man, wenn man allein schon den Säbelvergleich zum Dornbusch sieht, dass eigentlich hier die Büsche relativ hoch sind. Somit kann sich das Wild auch gut verstecken. Allerdings hilft es uns auch, dass wir mehr Deckung haben und somit auch besser an das Wild herankommen. Ja, das ist jetzt mal so eine typische Art, wie die Jagd stattfindet. Nachdem ich ins Revier gefahren bin und weiß, wo ungefähr sich das Wild aufhält, dann erklimmt man in der Regel erstmal Anhöhen, die in der Nähe der Wildstellen sind. Und so wie jetzt hier unten in dem Tal, wusste man, dass relativ viele Warzenkeiler auch vorhanden sind. Das heißt, von dem Hügel aus konnte man schön überblicken, ist hier Wild vorhanden, sind hier entsprechende Keiler oder Antilopen, die man bejagen möchte, vorhanden. Falls ja, macht man sich einen Plan, wie man am besten von hier entsprechend anpirschen kann, um dann letztendlich das Wild zu erlegen. Was man hier auch sieht bei dem Berufsjäger, das Zweibein, das ist eigentlich so die typische Schusshaltung auch in Namibia, dass man wirklich von dem Zweibein oder Dreibein aus dann letztendlich den Schuss anbringen kann. So, die zweite Option, die wir in Namibia haben, ist der Ansitz am Wasserloch. Hier sieht man schon ein bisschen, dass Wasser gepumpt wird und hier
entsprechend aufgefüllt wird in natürliche oder auch künstlich angelegte Wasserlöcher. Und hier sind schon mal die typischen Vertreter an den Wasserlöchern, die Warzenkeiler, die eigentlich ja, zum Großteil wirklich nur an den Wasserlöchern geschossen wird. Und, aber es gibt hier auch diverse andere Antilopen, die wirklich hier ans Wasser ziehen. Insbesondere auch, wenn man zur Winterzeit oder afrikanischen Winterzeit, das heißt Juli bis September kommt, hat man hier gute Chancen, weil wie man hier sieht, das Land ist relativ trocken. Das heißt, das Wild wird eher ermutigt, wirklich ans Wasser zu ziehen. Wenn man zum Beispiel eher Februar, März kommt, ist alles sehr, sehr grün, sehr, sehr viel Wasser vorhanden. Das heißt, dann sinken extrem die Chancen, dass man wirklich auch einen Keiler bekommt. Ja, und wenn man dann erfolgreich war am Wasserloch oder bei der Pirsch, dann kann man auch mal mit so einem Keiler hier nach Hause kommen. Das ist jetzt so ein, würde sagen, besserer Durchschnittskeiler, den mir der Kollege hier legen konnte. Und hier mal ein paar weitere Impressionen aus Namibia. Wir haben hier die Weißschwanzgnus, Streifengnu, Bergzebra und hier oben den Oryx, eigentlich so das typische Wild, was hauptsächlich auch in Namibia vorkommt. Was ganz wichtig ist in Namibia, viele sagen ja immer, ja, Afrika ist alles gezäunt. Stimmt auch für Namibia. Namibia ist fast alles gezäunt. Allerdings muss man hier unterscheiden. Es gibt einmal die Wildfarm, die wirklich 3-4 Meter hoch gezäunt sind und wilddicht sind. Das heißt, hier ist wirklich das Wild wie in einem Gatter eingesperrt. Aber der absolut größte Teil von Namibia ist nur mit Rinderzäunen durchsetzt. Das heißt, das sind so vielleicht 1,20 Meter hohe Zäune mit 2-3 Litzen. Und hier kann sich das Wild frei bewegen. Also Oryx zum Beispiel, Springböcke gehen mitten durch. Kudus oder so springen oben drüber, Warzenkeiler graben sich unten durch. Also diese Zäune, auch wenn es vielleicht aussieht, wie wenn es gezäunt ist, sind eigentlich für das Wild keinerlei Hindernis und die nur dazu da, um letztendlich das Rind, oder die Rinder in dem Gebiet zu halten. Ja, neben der ganzen Jagd bietet Namibia auch noch viele, viele weitere Möglichkeiten, insbesondere Touristik. Zum einen hier oben rechts ist ein Bild aus dem Etosha-Nationalpark. Das ist eher so im Norden von Namibia gelegen und hier sieht man wirklich eine extrem große Anzahl an Wildarten, die man hier dann fotografieren kann. Es gibt dann viele weitere Sehenswürdigkeiten, was man hier auch sieht, und wie Fingerklippen oder auch hier unten weitere Höhlenmalereien und verschiedene Höhlenbauten, die man hier in Namibia entsprechend auch entdecken kann. Man kann auch Angeltouren machen, zum Beispiel in Swakopmund oder Walfish Bay, kann hier Robben, Walfahrten machen und diverse weitere Touristikoptionen, die wir hier einfach mit der Jagd kombinieren können. Gut, damit bin ich auch durch. Ich hoffe, einen kurzen Einblick gegeben zu haben in die Jagd und das Leben in Namibia. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Episode wiedersehen.